Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu den Back 9 bei den PGA Championship in Oak Hill, Rochester, New York. Und im Moment sieht es relativ gut aus, so muss man es fast sagen. Wir liegen 3 unter und das Leaderboard sagt uns, dass wir in Führung liegen. Allerdings müssen wir bedenken, dass wir auch einer der ersten Flights ist, wenn nicht sogar der erste Flight. Na, ich glaube, es ist der zweite Flight, wie der rausgegangen ist und hinter uns natürlich, ich glaube, 140 Spieler noch kommen werden. Aber wir sehen an den jetzigen Scores schon, dass hier mit Sicherheit nicht niedrig gescored wird. Was ein bisschen überrascht, denn die Grüns sind verhältnismäßig einfach zu spielen, jedenfalls nicht wie auf einer US Open. So, unser Spielpartner ist Sungjae Im, der vielleicht, könnte man sagen, auf den Grüns nicht ganz so gut performt, hat schon einige Putts zu kurz gelassen, hat aber dann doch noch 2 Birdies gespielt, um sich hier mit -1 auf jeden Fall auf den geteilten 4. Platz zu spielen. So, er hat bereits abgeschlagen hier an diesem Par 4 mit 439 Yards. Es geht erstmal bergab. Und hier unten müssten wir seinen Ball sehen auf der rechten Seite. Starker Wind von rechts. Da hilft uns natürlich, dass wir hier gut am Bunker vorbeikommen. Ich wünsche uns ein schönes Spiel für die Back 9 bei der PGA Championship. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da kommen wir gut nach vorne. Well, you can't walk out and drop it any better than that. That is a fine tee shot right there. From the fairway, Noda, this is second. 148 yards left to the hole. Have to calculate the wind coming from right to left. Ja, wieder mal eine gute Annäherung. Er bleibt auf dem Grün liegen. A little long as we can see and a little to the right, but still makeable if you hit a good one. Wind von rechts nach links. Coming right to left as he eyes his second. 54er Wedge mit Wind von rechts. Ja, die Frage ist, nimmt er den Wind an? Wollen wir lieber ein bisschen kürzer sein? Okay. Ja, schauen wir mal. Da müsst ihr ja etwas Spin drauf kriegen mit dem 54er. Ja, der ist wieder zu kurz. Hä? Der ist deutlich zu kurz und spinnt. Ja, bleibt liegen. Okay. It's a solid shot and a green in regulation, but a little away from the band. Yeah, a little away from the band. One coming up here for birdie. Wenig Break. In den ersten 2 Dritteln haben wir Break, aber nicht viel. Vorne noch ein kleines bisschen. Es geht leicht bergauf am Ende. Leicht bergauf am Ende. Aber zuerst geht es von links nach rechts. Da es aber ein langer Weg ist, wird er lange laufen können. Ja, letztendlich ist es wie immer. Auf jeden Fall safe zum Par. Oder zum Birdie. Oh yes, plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. And the lead moves to 2 with 8 holes to go. Ja, der kommt nicht rum. Der kommt nicht rum. Speed there, that'll lead just a couple of feet. Aber auch ein guter Putt. Aber natürlich ein kleines bisschen enttäuschend bei so einer guten Annäherung. Jetzt aber nicht zu kurz lassen, mein Freund. Nicht zu kurz. So that in for par to start this backside. And that cushion's gonna remain 2 shots. So, Dele, wir haben wieder die Ehre. Wir schlagen wieder als erstes ab an der nächsten Bahn, der 11. Now to the longest par 3 of the course, the 245-yard 11th. It is said that 2,000 tons of sand were used during renovation of Oak Hill. Plenty of it wound up right here as large bunkers protect the green that's been raised nearly a foot from its prior location. Ja, der Wind drückt den vom Bunker weg. Das ist eigentlich nicht ganz so gut. Da müssen wir über den Bunker spielen im Prinzip oder halt mit dem Draw dagegen halten.
Ja, jetzt müssen wir nochmal schauen. Wir haben mit Wind. Ein Hybrid will er haben. Ein Hybrid. Eisen wird zu kurz sein, ne? Ja. Es ist etwas niedriger. Ja, da fühle ich mich nicht wohl. Aber das Eisen 4 ist zu kurz. Das Eisen 4 wird nicht über den Bunker kommen. Wir versuchen es mit einem kräftigen Draw. Und erhöht. Mit einem hohen Draw. Ja, das ist zu lang. Das ist zu lang. Ja, ja, da stehen wir jetzt unterm Ball. Ja, das war eher enttäuschend. Das war sogar sehr enttäuschend. Eisen. Über links. Der geht aber links weg. Der geht in den Bunker. Ja. Kurz gesteckte Fahne aus dem Bunker. Ich weiß jetzt nicht, was besser wäre. Ein Pitch 22. Wir verlieren etwas, aber es geht auch bergab, ne? Wir müssen da eigentlich nur auf diese Welle kommen. Wir müssen da auf diese Welle kommen. Dann rollt er auf jeden Fall noch ein bisschen rechts runter. Ja, komm, bleib liegen. Ja, war ein bisschen zu lang. Er ist mir etwas zu früh aufgekommen. Now from the bunker. Just a little splash out on this par 3. Ja, der war natürlich sehr gut. Sehr guter Bunkerschlag, den hätte ich auch gerne gehabt. Oh, nearly hold that one out. Just needed another foot or so, but an excellent job there. Ja, aber das wäre jetzt, ist ein machbarer Putt auf jeden Fall. Level. Leicht. Nee, der ist eigentlich gerade. Der ist eigentlich gerade. Okay, well done. It is a par here at 11. And the lead's gonna remain 2. Yep. Par hilft uns auch. Das Par hilft uns auch. So that brushed in for par here at 11. And he's gonna stay 2 clear of the field. The par 4 12th is a visually intimidating one. It's not long by most standards at an even 400 yards, but two bunkers have been added in the landing area off the tee, so precision is a key. Ja, Präzision ist immer der Schlüssel zum Erfolg. Yep. So, auch hier wieder ein Par 4, 398 Yards. Wind kommt von vorne und drückt den hier vom Bunker weg. Und dann da vorne springt er eher nach rechts. Das ist eigentlich eine ganz gute Konstellation vom Prinzip her. Das sollte uns auf jeden Fall helfen, dass der Ball hier um die Bunker rumläuft. Ja, ich überlege gerade, ob wir den Low, dass er noch ein bisschen läuft. Ja, nee, wir lassen ihn so, wie er ist. Hervorragend. Ja, das müsste passen. Und vorne ein bisschen nach links springen. Und dann rollt er. Genau, das passt. Er ist genau zwischen den Bunkern. Well placed in the fairway. Jedes bogeyfreie Loch bringt uns näher. Bringt uns näher zu einem Major-Titel. Oh, der war gut. Der war gut. Ja, da ist er fast mal länger als wir, oder? 114 zum Loch. Now note his second from the fairway. 114 to the hole.
pin is very accessible here, right in the center of the green. Schon weit links und weg ist er. Ja, ich würde fast sagen unverständlich, weil er doch noch lang war. Ah, der Wind. Couldn't ask for anything better. Split the fairway, and now I let it go at this second shot. So, das ist wieder das 54er, was wir oft zu kurz haben. Was häufig zu kurz ist. Der Wind drückt den nach links. Also es geht sowieso berghoch. Ja. Auf jeden Fall noch ein bisschen mehr nach rechts. So, bitte jetzt wenig Spin, mein Freund. Oh nein. Wieder viel zu kurz des 54ers, verstehe ich nicht, warum das immer so kurz ist. And safely on deck. That's the main thing, but from that distance, really don't want to leave yourself like a knee knocker, like a 4 or 5 footer. So this first putt's going to have to be good. Naja, durchschnittlich würde ich sagen. Okay, not bad out of the sand, and that's what will remain, trying to grind out a par. Iona, this a birdie putt. Yeah, it's a long putt, so pace is important, but there's not a whole lot to it. I fancy the chances of getting this close. Ja, ich glaube, wir waren vorhin zu kurz, ne? So, ansonsten ist es eine Links-Rechts-Kombination, wenn ich das sehe. Zuerst geht es hier das Break nach rechts, anschließend geht es wieder nach links. Da wird er aber etwas langsamer. Das heißt, er nimmt das Rechts-Break weniger an. Also rein theoretisch müssten wir mehr so spielen und noch ein bisschen mehr Gas geben. Oh my goodness, that is not fair at all. What a putt from that distance. That did everything but go in the hole. Ja, kein einfacher Putt. Der bricht ziemlich, aber er schafft es. No missteps there. It is a par here at 12. Ja, schönes Sandy-Par. Schönes Sandy-Par aus dem Bunker hier, aus dem Tiefen. That one safely in. It's a par here at 12. And he'll stay right where he is. So, mit wie vielen Schlägen führen wir? Nur noch einem Schlag. Kitayama hat aufgeholt, liegt aber auch vor uns. The second par 5 on the course. This one known as the Hill of Fame. This is another of the holes that has been redesigned in recent years and features a brand new green that's faithful to designer Donald Ross's original vision. A plaque dedicated to him on the course features his quote, "Golf should be a pleasure, not a penance." And indeed, a couple of pleasing shots here could lead to a birdie. Ja, das ist jetzt natürlich ein ganz, ganz heikles Thema, weil hier kommen wir mit unserem Driver tatsächlich nicht übers Wasser. Wir müssten eigentlich übers Wasser. Und auch die Annäherung wird nicht einfach. Also tendenziell würde ich hier versuchen, tatsächlich aufs Par zu gehen. Vielleicht können wir mit dem dritten nah an den Stock kommen, aber wir werden eben auch nicht mit dem zweiten das Grün erreichen können, weil wir über 300 Yards bergauf die Bunker vor uns. Das ist alles eine ganz, ganz gefährliche Geschichte. Eine ganz gefährliche Geschichte. Und dann spielt es im Prinzip auch keine Rolle. Dann können wir auch das Hybrid nehmen und bleiben wirklich definitiv zu kurz. Ja, der Wind drückt ihn auch rüber. Ja, müssen wir aufs Par gehen. Ja, das Hölzchen wäre schon vielleicht etwas zu lang gewesen, ne? Da sehen wir es. Der Driver wäre nicht drüber gekommen, glaube ich nicht. Ja, der Creek ist einfach genau schlecht für uns. Jetzt schauen wir mal, seiner rollt. Ja, der passt that genau. Will do just fine. Aber so viel Unterschied macht es dann am Endeffekt auch nicht, weil mit 298 glaube ich nicht, dass er das Grün erreichen wird. Still well over 300 yards to the flag. So, getting this to a good number, the key here for his second.
Ja, wir haben natürlich den Wind. Wir lassen den Wind arbeiten. Wenn wir hier in den Hang kommen, springt er sowieso auch nach rechts. Und je mehr wir drüber sind, desto weniger kommt der Bunker für uns ins Spiel. So. Schön locker durchgeschwungen. Der springt jetzt nach rechts und liegt auf dem Fairway. No problems. I'm not sure he got every bit of that three wood trying to get home to this par 5 in 2, but still in the ball game for a birdie. Now from just under 300 yards, a second from the fairway at the par 5. Hat das sehr gut gemacht. That second shot here to the par 5, Frank, got everything out of that. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway. And now a fairly straightforward third shot. Ja, das mit dem 54er, das macht mir immer so ein bisschen Sorgen. Ein Pitch. Das Ganze natürlich über links, so wie es aussieht. Okay, jetzt verstehe ich nicht ganz. Warum zeigt er mir das jetzt nicht an? Okay. Ja, ich nehme lieber einen 50er. Aber wollen wir wirklich einen Pitch spielen? Das ist ein Pitch. Das kann ich drehen und wenden, wie ich will. Ein Pitch. 50er. Den hätten wir jetzt natürlich doch kürzer spielen können. All right, that's a board, but a lot of green between ball and hole. Auf der anderen Seite haben wir jetzt zwei Putts zum Paar. Der ist natürlich hervorragend, hervorragend. Okay, not too bad there. Substantial movement on this putt right to left, and it's from distance. So this one not just about speed, but line as well. So, oh, 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 das geht natürlich jetzt unheimlich über rechts, unheimlich über rechts. Ja. Ich denke, damit können wir zufrieden sein. Das zweite Mal knapp, knapp vorbei. Just 6 feet left for the birdie. Wobei, wir können natürlich erst dann zufrieden sein, wenn wir noch einlochen. Er spielt das Birdie. Confidently done there. That's in for birdie here at 13. And it's a two-shot lead now with just 5 holes left to play. Ja, ja, stopp, stopp, stopp. Wir haben den noch nicht eingelocht. Das Ganze geht über links. Augenblick. Es geht natürlich nach oben. Ja. Es geht nach oben. Ein bisschen mehr Gas über links. Well judged. That is in for par here at 13. And the lead will remain one.
Ah, next two shot. We turn southward as we arrive at the 320-yard par 4 14th. This one's known as Bunker Hill, and for good reason. Total of six bunkers needing to be navigated from tee to green. This is maybe the biggest risk-reward hole on the entire course. Ja, es ist ein schwieriges Par 4, das denkt man gar nicht, aber dadurch, dass das Grün erhöht ist mit den Bunkern, es fällt alles ab. Wenn der Ball nicht zum Liegen kommt auf dem Grün, dann hat man ziemlich Trouble. Auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen ein drivable Par 4, also man kann das Grün auch treffen und erreichen den Driver. Aber das werden wir natürlich nicht machen. So. Ja. Das werden wir nicht machen. Ja, wird er da vorne ein bisschen nach rechts springen oder geradeaus? Ah, der bleibt sowieso liegen. Was haben wir da noch? 61. Chase down the fairway a little and it'll wind up perfect. So after a well-placed drive, this his second from short range. Mhm. Das ist schon wieder dieses Pitch. Hm. Ah, das gefällt mir wieder gar nicht. Doch, das gefällt mir. Ja, das war jetzt eine knappe Nummer, aber das haben wir wieder gemacht. Knappe Nummer. Oh, der ist rechts weg und rollt drüber, oder? Ja, er war zu flach. Ja, aber das war ordentlich, das war okay. With all the elements of his game have been in sync today, a terrific shot right there. It's all about getting it inside that 3-foot circle around the hole. That was a really nice shot. Okay, es geht ein kleines bisschen down. Ah, das Break ist schon extrem. Das haben wir auch bei ihm gesehen, dass das Break schon extrem ist. Ich will auf keinen Fall, dass er unten durchrollt. Eigentlich will ich, dass er reinrollt. Now that's how you play this 14th hole. That's in for birdie. That'll provide a little cushion. It is a two-shot advantage now with four holes left to play. No issues there. It is a par here at 14. Ja, man muss sagen, auf den Back 9 puttet ihm deutlich besser, deutlich besser. Wir haben wieder zwei Schläge Vorsprung. The 15th now, the final par 3 of the round, features a plateaued green with two front bunkers and another one left. This is a tough hole, unless your name is Michael Block. Remember, he was able to fly his tee shot into the cup for the unlikeliest of aces in the final round of his incredible run in 2023. So, ja, die Par 3s, die machen mir immer so ein bisschen Kopfzerbrechen. Ist natürlich auch klar, der Ball rollt nach rechts, der Wind kommt von links. Das heißt, er fliegt nach rechts. Das ist alles wieder eine schwierige Nummer hier mit dem Stock, der links hinten drin hängt. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir keine Schläge verlieren. Den Safe aufs Grün bringen wäre schon die halbe Miete. Der Wind geht nach rechts. Ich würde den lieber etwas kürzer lassen, dass er mir nicht hinten rausläuft. Ja, ein bisschen Draw reindrücken. Ein bisschen höher anspielen. Und so wollen wir es versuchen. Der ist zu lang, oder? Ah, ja,
Tell you what, I've enjoyed watching this display all day long. We hear the phrase in football, ball control. It applies to what we've seen here from this player. That is an outstanding display of ball control. Der sieht auch gut aus. Ja, bleibt im Fairway. Das ist Fairway. That one continue off the back of the green, but it shouldn't be too bad from back there. Now a second to this par 3. Naja, ich würde so einen Ball immer putten. Mit dem Texas Wedge. Now this for another birdie. Ja, das sieht eigentlich danach aus, dass der Ball einfach nur geradeaus runterrollt. Wir müssen den eigentlich nur gerade putten. Da geht es leicht nach rechts, da geht es leicht nach links. Da unten tut sich eigentlich gar nichts. Now, yes, never in doubt. It's a birdie here at 15. This is now a 3-shot lead. Das, das Birdie war niemals in Gefahr. Niemals. Yeah, good putt. That's in for par here at 15. And this will stay a 4-shot advantage with time running out for the rest of the field. The final 3-hole stretch here at Oak Hills East Course begins with the 460-yard par 4 16. It's been opened up recently with trees removed down the right side. But in their place, a couple of bunkers that need to be avoided at all cost. So, hervorragend. Wir sind an der 16 und schauen noch mal kurz rein. Drei Paar vier Bahnen erwarten uns noch hier am Schluss. Die müssen wir unbedingt noch mal gut spielen. Auf jeden Fall uns kein Bogey einfangen, denn im Moment haben wir, liegen wir gut im Rennen um den Titel, so wie es aussieht, denn hinter uns tut sich nicht allzu viel. Also man scoret heute nicht hoch, so wie es aussieht. Also, das heißt, Nerven behalten, nur kein großes Risiko eingehen, das heißt hier ganz normal bergab, Gegenwind, einfach den Ball hier runterschlagen. Ja, und wenn er aufkommt, springt er nach links, also müsste das doch eigentlich so passen. Ja, das heißt safe im Fairway, macht noch ein paar Meter. Right along. Another good tee shot right there. Ja, der liegt gut. 151 Yards. Für uns. Das wird dann ein mittellanges Eisen sein. Im überlegt noch, behält aber den Driver in der Hand und geht über rechts. Das wird knapp, glaube ich, mit dem Bunker. Ja, das wird knapp, nicht im Bunker, aber im Rough. Errant tee shot here, Rich, but gonna have to muscle this one out of the rough. Ball appears to be sitting up here in the rough at the 16th hole. Decent lie, but you just won't be able to get it to spin. See what he can do now with this, his second shot. Ja, das geht rechts über die Bäume. Okay, Fahne steckt kurz rechts. Das war ein guter Schlag. And that not gonna work out as intended. It'll wind up coming to rest just off the green. From the fairway, Noda, this is second. 151 yards to the hole. Would not surprise me a bit if you were to stick this one close. So, wir haben Gegenwind, aber es geht auch ein bisschen nach unten. Wir wollen aber definitiv aufs Grün kommen. Ja, wir wollen definitiv aufs Grün kommen. Und zwar lieber ein bisschen links vom Stock als rechts vom Stock. Ansonsten bricht er uns auf jeden Fall dann nach rechts. Ja, natürlich direkt auf Pin High, links vom Stock. Pin High wäre hervorragend. Dann wäre es wohl, glaube ich, ein gerader Putt. Ja, nicht ganz. Aber wie gesagt, Ziel muss es sein, dass wir aufs Grün kommen. Und wir haben Gegenwind mit dem Eisen 9. Ja, der wird hochfliegen und annehmen. Auf der anderen Seite geht's runter. Ja, schauen wir nochmal. Ja, okay. Ja,
Er bleibt links vom Stock und kommt aber aufs Grün. And that ball looked good in the air. You'd like it to be a little closer, but still inside 40 feet, just going to have to be careful with the lag putting. Ja, da ist sogar eben noch ein bisschen weiter weg und nimmt natürlich jetzt, nimmt er mal das Texas Wedge. Ja, ist zu kurz, oder? Der ist zu kurz und ist zu kurz. Und da ist er wieder, der kurze Im. An outside look here for birdie. Okay, es geht 4 Inches nach oben. 4 Inches nach oben. Wir haben nur am Anfang Break. Vorne geht es sogar wieder ein bisschen nach links rüber. Am Anfang dürfte das Break gar nicht so sehr annehmen. Ja, komm jetzt wieder rüber, 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 rüber. Oh yes, plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. And the rest of the field squarely in the rear view mirror now. This is up to a 5-shot lead. Okay, that'll be a par here at 16. And this one close to being over, as it'll remain a 5-shot cushion. Noch 2 Bahnen, Freunde, noch 2 Bahnen. Up next comes a test in the par 4 17th hole at 500 Boah. Yards. This is a par 5 for the members, but for the pros, it's a long par 4. Tee shots here need to favor the right side because anything left can run right through the fairway and take away any hopes of reaching the green in regulation. Ja, wir haben es gehört, also ein fast 500 Yard langes Par 4. Warum? Weil es für die Amateure eigentlich ein Par 5 ist, während die Profis, die spielen hier ein Par 4 wegen der Länge. Okay, wir sehen, dass der Wind kleines bisschen nach rechts drückt. Das ist natürlich hilfreich für uns. Jetzt müssen wir schauen, wie wir den da vernünftig reinkriegen, noch mit einem kleinen Fade, dass der ein bisschen die Kurve macht, dass er dann hier abrollt sozusagen. Ja, darf halt nicht zu sehr rechts an den Bäumen zum Liegen kommen, dann haben wir ein Problem. Okay, versuchen wir unser Glück mit dem ordentlichen Drive. Ah, der ist zu weit links. Der ist zu weit links, startet der. Ja, wenn er aber auf dem Fairway bleibt. Ja, der rollt rein und... Ah! Well, it's in the first cut. Okay. We know you can't spin the ball as much from the first cut. Still lying okay. Ja, wir werden wenig Spin haben, aber nicht an Länge, denke ich, verlieren. Der ist besser, glaube ich, von der Richtung, aber ja doch, der wäre natürlich genau die Linie, die ich haben wollte. Aber der bleibt hier oben auf der Kuppe liegen, hat noch 222 Yard, da sind wir deutlich kürzer. Second shot now, it has to be careful because that breeze can be tricky at his back. You don't want to overclub. Ja, wobei kürzer meinte ich. Wir haben es kürzer zum Stock. Natürlich waren wir länger vom Schlag. Ja, der ist okay. Der rollt noch drauf. French ist okay. Hat natürlich die False Front ein bisschen den Schlag geschluckt. Das ist klar. It's now his second from just off the fairway. Okay, ein kleines bisschen frisst. Aber wir wollen eigentlich nur nicht im Bunker. Wir wollen eigentlich hier drauf. Einfach nur aufs Grün, ums Par zu spielen. Eisen 8 mit Rückenwind. Ja, das klingt eigentlich gut. Eisen 8, Rückenwind, aber wir verlieren noch ein bisschen. Ja, ich will den sogar ein bisschen kürzer spielen. Ja, der springt drauf. Ja, der ist okay. Der ist okay. And a good approach shot, just not quite as close as what you'd like, but still solid. Chance now for another birdie. Yeah. Over a putt like this, you've really got to trust the fact you've banked the practice, you trust the process and certainly trust the line. Ja, es geht bergab und es geht leicht nach rechts.
Ja, am Ende, wo er natürlich langsam wird, der Ball. Das heißt, er wird mehr brechen. Am Anfang läuft er schön gerade runter und dann fängt er an zu brechen, wenn er langsamer wird. Yeah, that's a pretty good putt. Just a little bit off the mark. Der ist eben kurz, oder? Ist der wieder kurz? Ja, ich glaube nicht, dass er gefallen wäre. Das glaube ich nicht. Okay. Bisschen über links. Über rechts. No problems there. That's a par here at 17. And he'll remain four clear of the field. He'll finish that one off with no problem. It's in for par. And he'll maintain that four-shot lead. So, wir gehen auf die letzte Bahn. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird sich's entscheiden. Vier Schläge Vorsprung vor Max Homa. Here at Oak Hills East Course is everything you want in a finishing hole. A par four at 490 yards. It's a gentle dogleg right with three bunkers added to give those trying to cut the corner something to think about. From there, it's a classic finishing approach shot to a green protected by four bunkers and watched over by the classic Tudor clubhouse above. Ja, das ist nochmal ein richtig schönes, schweres Par 4. Auch hier natürlich mit einem deutlich erhöhten Grün. Wir führen mit vier Schlägen. Die ersten sind im Clubhouse. Kitayama mit minus 2, Spawn mit minus 2. Viele, viele, die niedrig gescored haben, sind auf dem geteilten 3. bis 6. mit minus 2, minus 1 und sind auch schon an der 16, 17. Also ich will es mal so formulieren, das Paar müssen wir spielen. Ein Birdie wäre natürlich jetzt auch nochmal eine richtig feine Sache, aber ein Birdie hier zu spielen, wir wollen es nicht übertreiben. Wir wollen safe aufs Grün, um das Paar zu spielen. Es muss dann am Schluss reichen, natürlich in dem Wissen, dass noch fast alle hinter uns sind und sich natürlich hier noch viel, viel, viel bewegen und tun kann. Aber ich glaube, mit 7 unter Paar bei einer PGA Championship, da haben wir schon einen ordentlichen Score hier reingebracht. Und den wollen wir natürlich nicht verschlechtern. Das heißt, wir müssen mal schauen, wie wir den hier reinbringen. Wir haben natürlich Rückenwind. Natürlich ist gut. Es geht bergab, Rückenwind. Und dann da vorne haben wir so eine kleine Steilkurve, die uns den Ball eigentlich rechts herum trägt, sozusagen in die Kurve. Und wir werden das ein bisschen höher anspielen, damit er uns hoffentlich nicht in den Bunker runterrennt. So müsste es doch was werden. Ja, startet mir ein bisschen links. Aber er wird nach rechts springen. Ja, das passt. Step one out of the way. It is in the fairway at 18. One more good approach shot could just about seal it. 174 ist auch eine gute Entfernung für ein Eisen. Ja, für ihn geht es natürlich um eine Platzierung. Ist ja auch unter den Top 10. Natürlich geht es um FedEx Cup Punkte für ihn auch. And this a tee shot that fits the eye and that'll be just fine. 192, also 20 Yard fast Unterschied. Gerade Mitte Fairway, Mitte Grün meine ich. Die Länge ist gut, die Länge ist gut. Wenig Roll. Okay. Eisen 7. Berg hoch. Wir haben aber auch noch Rückenwind. Rückenwind, Berg hoch.
Mit dem Rückenwind müsste doch eigentlich sogar ein Eisen 8 reichen. Ja, der kommt runter und bleibt doch hoffentlich schnell liegen. And that bull looked very good in the air. Just doesn't quite finish up that near to the flag, but still on the green. Ooh. Now this for another birdie. Yeah, and it's certainly no gimme from this length. It would be a Brucey bonus to find the bottom of the cup. Main consideration has to be about pace. Ja, das ist natürlich jetzt ein ganz schöner Bergabpart hier. Deutlich zu schnell, deutlich zu lang. Da haben wir uns nochmal einen Wadenbeißer gegeben. Ganz knappe Nummer. So, jetzt zählt es. Ja, am Anfang kein Break und vorne haben wir noch ein kleines Break. Aber jetzt nochmal ganz kurz gucken. Ja, es geht ein bisschen bergauf. Auf jeden Fall über links. Reicht aber das Break, dass er rüber geht. Ja, ich denke schon. Was from being on the outside looking in to a big lead. As we'll watch and wait, this certainly must jetzt wird's natürlich like spannend. This will be a victory. Jetzt wird's natürlich spannend. Reichen 7 unter Par zum Sieg. So what's happened there? That's for par at the last. And that will write an end to the round here today. So, es wird gerechnet. Es wird gerechnet. Minus 5 und es reicht. Feel the emotion. You can see it written on our player's face. What do you think it's like? Well, something that I got close to, Rich, but never ever had that opportunity just to actually lift up one of the trophies. You're in a special league. I always looked at people that won major championships differently. The validation to all the hours that you practiced, the things that you've done when other people wanted you to go out and have dinner. It's all come to fruition, and it's all worth it. Just holding that trophy. Till next time, for our entire cast and crew, I'm Rich Lerner. This has been a presentation of EA Sports PGA Tour Golf. So long, everybody. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben die PGA Championship gewonnen und am Schluss doch relativ souverän mit 2 Schlägen Vorsprung. -7, da sind noch Russell Henley und Aaron Wise noch rangekommen. Und Patrick Cantlay, ja, die haben uns dann doch noch ein bisschen das Leben schwer gemacht. Aber -7 war dann einfach doch das richtige Ergebnis, um hier ganz vorne mit dabei zu sein. Die PGA Championship of America. Die Finalrunde hier haben wir gewonnen. Das auf diesem wunderschönen Platz hier. Und es war wieder eine interessante Geschichte und wir haben sehr gut performt. Natürlich wieder mal bogeyfrei, hätte ich beinahe gesagt, aber vor allen Dingen haben wir noch auf den Back 9 tatsächlich noch 4 Birdies gespielt. Dann eben auch gerade hinten raus nochmal 3 Stück, 14, 15, 16 und wir hatten da noch ein bisschen mehr Luft, aber man muss auch ehrlich sagen, wir waren gut unterwegs, hatten wenig Probleme, muss man sagen. Natürlich waren so 2, 3 Wadenbeißer noch dabei am Ende, aber im Großen und Ganzen, denke ich, hatten wir tatsächlich diese Runde gut im Griff. Wir haben gut performt, wir waren einfach gut drauf in Oak Hill.
Hervorragende Sache. Freunde, das soll es erstmal hier wieder gewesen sein von dieser Runde. Aber wir schauen uns natürlich an, wie sich das Ganze für uns am Schluss hier entwickelt. Oak Hill Country Club im Staate New York. 360 Tokens, auch XP. Wir level up. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Wir führen mit 3880 Punkten im FedEx Cup. So, hier schauen wir uns das Ganze nochmal an. Im FedEx Cup Ranking sind wir führend mit 3880 Punkten. Das sind 2271 Punkte Vorsprung. Und da muss man einfach dazu sagen, wir könnten jetzt 4 Turniere aussetzen und hätten keine Probleme, die Führung zu behalten. Sung Jae hat sich übrigens auch noch ein bisschen nach vorne gespielt, beziehungsweise gut gepunktet. Jason Day jetzt hier auf dem 2. Platz hervorragend. Und Aaron Wise, ja. Ach, nicht schlecht, nicht schlecht. Das sieht auch gut aus, Freunde. Und wir gucken mal, wo es das nächste Mal hingeht. New Jersey Challenge, Liberty National Golf Club in New Jersey. Ja, das ist doch interessant. Wieder ein Standard-Field von 144 Teilnehmern und 500 Punkte die Standardwertung für den FedEx Cup. Also insofern ein relevantes Turnier in der Woche 19 für uns. Und es sieht wirklich sehr, sehr gut aus, nachdem wir ja unser erstes Major gewonnen haben und unser 5. Turnier hier auf dem Tournament, auf diesem wunderschönen, auf der PGA Championship, so ist es eigentlich richtig, das 5. Turnier gewonnen, unser erstes Major, hervorragend, 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 würde ich doch jetzt einfach mal sagen. Okay, Freunde, das soll es gewesen sein für diese Runde, wieder mal Golf hier, EA Sports PGA Tour mit mir und es hat wieder mal viel, viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch ebenfalls. Wenn ja, gerne mal ein Abo dalassen, gerne ein Like. Das würde mich freuen, dass wir hier weiterhin auf jeden Fall Golf auf dem Kanal zu sehen bekommen. Ich sage an der Stelle wie immer Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.